Hallo und herzlich willkommen. Heute mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Movie 4, Age of Extinction, Transformers the Dinobot Grimlock. Puh. Ja, die Figur ist ziemlich freaky, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte mir eigentlich ein wenig mehr von dieser Figur versprochen und bin auch ein wenig enttäuscht von der Voyager-Variante. Ja, kommen wir aber dazu später. Natürlich, wie immer, jetzt bei der Movie 4 Line zeige ich euch, was in diesem Karton alles vorhanden ist. Wir haben einmal die schöne Anleitung, natürlich hier auch wieder in Farbe. Ja, sehr simpel gehalten, trotzdem ziemlich gut erklärt. Und einmal natürlich auch noch auf der Rückseite. Was hier auf dieser Anleitung nicht gezeigt wird, ist ein kleiner Trick, den ich euch ja später gerne zeigen möchte, um dem Design im Robotermodus noch ein ganz klein wenig Nachdruck zu verleihen. So, aber wie gesagt, später mehr. So, die Anleitung machen wir weg. Jetzt zeige ich euch einmal die Verpackung. So, die Verpackung wird auch hier natürlich einmal in diesem Karton geliefert. Auch hochkant im Robotermodus steht dann hier Grimlock einmal drin. Unten groß der Titel, das Logo, Transformers ganz groß, einmal das Artwork. Ihr seht auch hier gleich, ja, Bronze, Silber, Schwarz. Original im Film Grün-Grau, Silber, okay. Hasbro und Bay halt. Ja, hinten einmal typisch mit dem Präampel unten und einmal mit dem typischen Fotos. Einmal Grimlock im Robotermodus und einmal im mega großen Dino-Modus. Und hier oben nochmal ganz groß abgebildet in 18 Stufen verwandelbar. Ja, und ansonsten haben wir an der Seite nur weiße Packung, rot mit, ja, ein rotes Autobot-Symbol im Kometenstil. Was ich allerdings, muss ich sagen, ziemlich cool finde, eigentlich, ganz simpel, ohne groß nochmal irgendwas drauf, sieht irgendwie aus wie so eine streng limitierte Box von der Seite. Gefällt mir. Ja, und das war es eigentlich auch schon. So, kommen wir jetzt einfach mal. Aha, einen kleinen Witz wollte ich euch nochmal zeigen. Hier hat sich Hasbro, ohne dass sie es selbst wussten, selbst so ein bisschen ausgetrickst. Authentic Transformers. Ja, Authentic. Ich sagte ja, Silber, Bronze. Okay, so viel dazu. So, ja, diese Figur, sie bereitet mir Kopfschmerzen. Sie ist nett, ja, kommt aber definitiv nicht an die alten Dinobots ran. Definitiv nein. Einmal, holy shit, was soll das? Eine Stange mit Keule auf dem Dino-Schwanz. Nein, no go. Ab, gehört da nicht hin. So ist definitiv besser. Auch wenn er ein bisschen kurz wirkt, aber besser. Ja, der Dino-Kopf ist ein wenig merkwürdig, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, was ich dazu groß sagen soll. Ja. So sieht er aus wie ein Pferdekopf. Und ganz ehrlich, so sieht er aus wie ein ja, Schäferhund. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ziemlich merkwürdig, freaky. Also ganz ehrlich, ich sehe, wenn ich ihn angucke, immer einen Schäferhund. Fragt mich nicht, wieso. Ja, so viel dazu. Hier an der Seite ist ein Knopf, den ihr eindrücken könnt. Und dann gibt es diese Beißfunktion. Was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, ist, der Unterkiefer ist deutlich kürzer als im Film. Finde ich irgendwie nicht ganz so schön. Das hätte man besser machen können. Wäre der auch länger gewesen, sähe auch nicht nach Hund aus. Aber gut, ich drücke sowieso immer diese Hörner nach hinten. Das gefällt mir irgendwie mehr. Dann hat er irgendwie mehr von einem Allosaurus was als von einem T-Rex. Aber gut, Geschmackssache. Hinten ein riesengroßer Buckel. Lässt sich von der Transformation nicht anders machen, weil der Kopf vom Roboter sich darunter versteckt. Ja, die Füße sind ganz ansehnlich, gefallen mir, ganz ehrlich. Gut proportioniert, auch wenn sie ein bisschen groß wirken, aber nein, sie passen gut.
Dieses orange-bronzefarbene ist eine sehr interessante Farbe, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Ja, wieso sie hier diesen Rückstachel grau gemacht haben als Kralle, obwohl hier oben die Kralle und hier hinten die Kralle schwarz ist, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Auch wieso sie hier den Arm zwar ein richtig schönes Kugelgelenk gegeben haben, wo er auch wirklich ja, sich so selbst so, hey, ne? Alles gut und schön, aber wieso haben sie die Krallen nicht auch schwarz gemacht? Ich verstehe es nicht. Ja, was mich auch noch ein bisschen abschreckt, ist dieser Brustkorb hier, dieses, was so schlabbert, nicht wirklich festgemacht werden kann, einfach nur runterhängt. Ja, gefällt mir auch nicht so wirklich gut. Und man sieht hier den Schwanz quasi vom, ja, ihm, was quasi die Füße darstellen sollen. Einen doppelschwänzigen Dinosaurier habe ich auch so noch nicht gesehen. Okay, Strafe hat einen. Er hat auch zwei Köpfe, aber trotzdem, es passt nicht zu ihm. Ja, und ansonsten, wenn ihr mal so guckt, seht ihr theoretisch schon den Roboter. Füße, Brustkorb, Lendenschurz, Arme, Kopf. Das ist theoretisch schon Grimlock. Ja, von unten, ihr seht die langen Beine. Ja, schick, aber weiß nicht. Wie gesagt, der Leader Grimlock ist zwar nicht so schön von Proportionen, kann man sagen, wenn man das bei dem sagen kann, gegenüber der Voyager-Version, die ist noch extrem lang gezogen. Hier vorne ist irgendwo der Kopf. Da finde ich den hier deutlich besser. Ja, und wenn ich mal so ganz ehrlich sein soll, es fehlt mir gegenüber der japanischen Version auch hier einiges. Ihr seht es einmal hier, wenn wir einmal näher hier ranzoomen. Diese Figur, die Takara-Version, hat auf den Armen hier silberne Flammen. Die hat auch an den Beinen hier diese silbernen Flammen, aber die Hasbro-Version hat keine. Wäre ein schönes, nettes Extra gewesen, was natürlich hier nicht der Fall ist. Nächste Sache, Arme schwarz, beim Hasbro Arme ja, bronzefarben. Auch eine Sache, die ich sehr merkwürdig finde. Ja, ansonsten unterscheidet sich relativ wenig, das jedenfalls im T-Rex-Modus. Im Roboter-Modus sehen wir das gleich, was ich noch unterscheide, was ich eigentlich mit das Schlimmste von allem finde. Aber dazu gleich mehr. So, den legen wir jetzt erstmal zur Seite. Und jetzt kommen wir einfach mal zur Transformation an sich. Die Transformation ist auch ein bisschen freaky. Ihr kriegt einmal hier unten diese Krallen erst einmal zurück. Zieht die Beine gerade, dreht die Füße am besten einmal nach unten. Ihr könnt sie aber auch schon meinetwegen hochklappen und zur Seite winkeln. Nach hinten klappen und rum. Anschließend klappt ihr den Brustkorb auf, klappt hier dieses Doppelgelenk einmal nach oben. So, das gleiche hier, dieses Doppelgelenk einmal nach oben klappen, so. Die Arme quasi hier sind. Anschließend dreht er hier dieses Rückenmodul nach oben, klappt den Kopf in zwei Hälften, so, den Mund lasst ihr so, der lässt sich nämlich nicht auseinanderklappen, dann dreht ihr diesen ganzen Kopf nach oben, dreht dieses Modul zur Seite und jetzt kommt der Trick, die Hörner müsst ihr nach oben klappen. Wenn der Kopf so ist, kommt dieses Teil hier, dieses ganze Rückenmodul, klappt ihr nach oben und anschließend klappt ihr, was ein bisschen komplizierter ist, ihr müsst das hier runterklappen, dieses Rückenmodul an dem Kopf vorbei und einmal erstmal so zusammen, so. Anschließend klappt ihr hier die Füße nach unten. Diese Füße haben hier kleine Pins. Diese Pins werden hier oben im Brustkorb des Roboters, ich versuche es euch mal zu zeigen, hier oben drin befestigt, um quasi hier dieser Figur im Dino-Modus mehr Halt zu geben. Eigentlich eine sehr schöne Idee, wenn es auch richtig halten würde. An dieser Figur gibt es ein gigantisches Manko, das versteckt sich hier unten in den Füßen. Es ist ein kleiner Pin,
der hier diese Füße zusammenhalten sollte. Und das Manko zeige ich euch auch gleich wieso. Achtet bitte jetzt auf die andere Seite. Hier haben sich, ihr seht es hier schon ganz leicht, ganz viele Stress Marks schon gebildet. 6 Stück bei an der Zahl bei mir. Und ihr könnt euch hier, hier seht ihr es jetzt ganz gut, sternförmig in alle Richtungen auseinandergeplatztes Plastik. Und ich kann euch garantieren, das wird so auf Dauer nicht halten. Ihr wird garantiert auf Dauer hier oben dieses Teil, das Äußere quasi hier, weggebrochen haben. Das garantiere ich euch schon. Und sobald ihr nämlich das hier reindrückt, werden diese Stressmarks richtig auseinandergedrückt. Und dadurch geht auf Dauer auf jeden Fall diese Figur an dieser Stelle kaputt. Was sehr schade ist, was auch den Wert natürlich für Sammler deutlich mindert. So, die Füße klappt ihr so auseinander. Die Füße sind auch hier. Hier habt ihr kleine Pins, hier innen drin festgesteckt. Die halten auch Bombe, super. Und dann könnt ihr auch hier diese Füße nach innen winkeln, wie ihr es lustig seid, eben für das Hinstellen der Figur. So, anschließend dreht ihr diese Füße komplett nach unten. Die Arme von diesem Dino gut anwinkeln hier außen. So quasi wie so eine Art Gürtel. Am besten klappt ihr es hier erstmal so ein Stück zur Seite. Anschließend klappt ihr diesen kompletten Brustkorb nach unten. So. Die Beine könnt ihr jetzt wieder ein Stück nach vorne winkeln. Und die Seiten richtig dran drücken. Und schon wird quasi seine Samurai-Rüstung richtig schön sichtbar. Das, finde ich, ist ein sehr schönes Gimmick. Ja, und ansonsten, theoretisch ist jetzt Grimlock schon fertig. Allerdings müsst ihr jetzt noch die Schultern zusammenklappen. Das heißt, ihr klappt das Rückenmodul wieder nach vorne. Klappt die Arme auseinander. Und drückt das Ganze jetzt hier nach vorne. Und jetzt habt ihr hier schon gehört, es hat geknackt. Denn hier sind auch wieder 2 Schlitze, hier sind 2 Pins und die müssen ineinander greifen. So, und schon hält der Dino-Kopf quasi als Schulterstück, ja, richtig schön in Position. Jetzt habt ihr hier natürlich noch dieses Rückenmodul. Ja, was soll ich jetzt sagen? Jetzt habt ihr die Krux. Entweder ihr lasst den Kopf, das heißt hier vom Dino, diesen Mund so runterklappen und habt ihn quasi hier wie so eine volle Windel runterhängen. Was ich nicht so schön finde. Oder ihr klappt ihn nach oben. Wenn ihr jetzt so unten habt, habt ihr natürlich den Vorteil, ihr könnt hier diese Keule im Robotermodus zwar so befestigen. Ihr habt sie quasi im Robotermodus hinten schön verstaut. Was schon eine nette Idee ist, allerdings ja, nicht so schön wirkt in dieser Position. Ihr könnt sie aber auch abnehmen. Könnt jetzt einmal dieses Rückmodul nach oben klappen, hier oben. Und jetzt klappt ihr ganz vorsichtig. Denn hier unten, diese Pins, müssen an den Pins der Füße vorbei. Es geht aber ganz leicht, wenn ihr ganz vorsichtig seid. Vorbei, so. Und jetzt könnt ihr diesen ganzen Körper nach oben drehen. Das Rückmodul einmal hier drauflegen. So. Jetzt hat zwar Grimlock hinten am Kopf diese, ja, dieses Rückenmodul zu sehen, wenn ihr ihn quasi aufstellt. Allerdings wirkt dieses ganze Rückenmodul in meinen Augen deutlich besser. Ihr seht es einmal hier von der Seite. Es gefällt mir auf jeden Fall so deutlich mehr als, ja, ne? So, und jetzt könnt ihr quasi das Rückenmodul, das heißt die Waffe, hier unten noch ebenso befestigen. Perfekt. Es sitzt. So. Einen Moment bitte. Ja, da hätte ich mal schneller sein sollen, denn die Batterie des Akkus, des Camcorders, geht langsam zur Neige. So. Alles gerettet. Schön. So. Wie gesagt, so habt ihr jetzt quasi auch die Waffe hinten dran und das Rückenmodul ist auf jeden Fall deutlich besser platziert. Und es schadet der Figur nicht, wenn ihr das tut. Das heißt, es geht nichts kaputt. Es kann nichts hier unten kaputt brechen. Das ist das Schöne. Denn diese Teile gehen, weil sie abgerundet sind, sehr leicht hier unten dran vorbei. Ihr kriegt auch keinen Stressmarks an den Beinen und ja, ihr seid deutlich zufriedener mit der Figur. Das kann ich euch garantieren.
Ja, und wie gesagt, ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, die Beine anwinkeln, wie ihr wollt. So sieht es ein bisschen komisch aus. Aber ihr könnt jetzt Grimlock natürlich auch richtig schön in Position bringen. Den Kopf könnt ihr drehen, den Arm auch nach oben winkeln. Und schon sieht es aus, als wenn er seine Dinobots ins Gefecht ruft. Ja, die Figur ist wie gesagt ansonsten im Robotermodus sehr schön gemacht. Allerdings, was mir natürlich nicht gefällt, ist das Gesicht. Ich zeige euch auch gleich wieso. Es passt zwar sehr viel mehr zur Original-Filmversion, aber ich zeige euch auch gleich, wieso ich ein bisschen enttäuscht bin. Ja, ich bin leider sehr kritisch, was die Bemalung angeht. Und gehen einmal ran. So, wir sehen sehr schön seine Zähne, die er auch im Film hat, an der Seite. Hier innen drin versteckt. Finde ich schon sehr schön. Allerdings, wenn ich mir diesen Kopf angucke, er hat zwar grüne Augen, sieht ganz schön aus, schwarze Augenringe. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Guckt euch jetzt mal bitte Grimlock auf der Verpackung von Takara an. Schwarzes Gesicht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, so und exakt so gefällt mir Grimlock deutlich besser. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, ob ihr mir beipflichten könnt, aber es macht mehr her, eindeutig. Ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich euch da an diesem Manko zeigen wollte. Und jetzt könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, auch die Waffe hinten vom Rücken abnehmen und könnt sie ihm in die Hand geben. Entweder als Keule. Könnt sie natürlich jetzt auch noch so anwinkeln, als wenn er quasi so seine Dinobot-Kollegen einmal anfeuern will. Ja, wenn er mal richtig steht. So. Er hat Riesenfüße, aber er steht nicht. Ja. Wie gesagt, die Waffe ist überdimensional huge. Ihr könnt natürlich auch dann die Waffe einmal rumdrehen und dann ist dieser Speer oben. Macht auch was her, aber gut, ist Geschmackssache. Ja, die Figur ist relativ groß für eine Voyager-Figur, würde ich jetzt fast sagen. Ich stelle sie jetzt einfach mal optimal hin und gehen wir mal in den Vergleich über. So, wir haben, wie gesagt, einmal Grimlock im Roboter-Modus. Und jetzt stellen wir einfach einmal Scorn daneben. Ich finde, der Vergleich passt sehr gut. Scorn ist zwar eigentlich, wenn man realitätsnah gehen würde, als Spinosaurus größer als ein T-Rex, aber okay. Hier in dem Film war er ein bisschen kleiner und das sieht man hier auch eindeutig und es ist auch verdammt gut übernommen worden. Gefällt mir, super, echt gut gemacht. Und jetzt gehen wir einfach mal im Vergleich zu Transformers Prime Predator King in der Voyager-Figur. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich dann, sieht Grimlock ziemlich klein gegen aus. Man muss es einfach mal so sagen. Gut, ich muss natürlich hier auch für die Leute, die es nicht wissen, sagen, diese Voyager-Figur ist eigentlich ursprünglich eine Leader-Class-Figur gewesen, die von der Form her dann später in die Voyager-Größe gepresst wurde. Das heißt, einfach nur in eine andere Packung. Effektiv ist sie genauso groß wie die Leader-Figur. Trotzdem finde ich, ist Voyager Grimlock echt popelklein dagegen. Wir können allerdings jetzt auch noch, damit ihr vielleicht einen anderen Vergleich habt, zu einem Namensvetter, können wir hier jetzt einfach mal Voyager Fall of Cybertron Grimlock daneben stellen. Und ich muss sagen, die Größe ja, ist eigentlich fast gleich groß. 2 mm Unterschied, wenn überhaupt. Ihr seht selbst, also auch der Kopf ist ungefähr gleich groß. Na gut, vielleicht ein Kopf größer ist Grimlock Fall of Cybertron. Allerdings, ja, die Figur, wenn ihr alle Dinobots sammelt, holt sie euch. Ich weiß nicht, wie lange es sie natürlich noch zu kaufen gibt. Und ja, ansonsten kann ich eigentlich nichts mehr dazu sagen, außer jetzt zur Bewertung zu kommen.
und muss ganz ehrlich sagen, im Dino-Modus hat die Figur leider durch die Form und auch durch die Farbe einige Abzüge verdient. Ich will aber mal fair sein, ich gebe hier der Figur im Dino-Modus 8 Punkte. Und im Roboter-Modus, ja, ich muss mich erst noch mit anfreunden, der Samurai-Stil ist ganz schick. Er sieht nur von der Farbgebung her ein bisschen trist aus, würde ich sagen 9 von 10 Punkten. Und alles in allem würde ich der Figur fairer halber 9 von 10 Punkten overall sagen. Und will einfach mal so ein bisschen vom Dino-Modus ein bisschen abbringen, und weil, ich weiß nicht, mir gefällt der Roboter-Modus deutlich besser. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon mit meinem heutigen Review für Grimlock. Und ich würde mich freuen natürlich, wenn wir uns dann wiedersehen in meinen nächsten Reviews. Es gibt noch unzählige Figuren, die ich euch zeigen werde. Und abonniert mich, empfehlt mich weiter, setzt mich auf die Bookmarks, wie auch immer. Wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Rexfor.